Tja. Eine Tonne können wir ja eh nicht mitnehmen. Tja. Wir müssen doch irgendwie den Typen ablenken. Mit der Banane. Habt euch auch keinen Plan, wie das geht. Tja, zum Ketchup-Shop müssen wir mal. Wir haben noch kein Katzenfutter, wir haben ein Katzenfutter. Tja, vielleicht einfach mal alles kombinieren. Verzweifelt. Was hast du da? Sind das etwa neue Vorräte? Nicht wirklich. Sag mir Bescheid, wenn du etwas findest, das ich zubereiten soll. Mhm. Tja, vielleicht können wir. Das haben wir schon gemacht. Sind das etwa neue Vorräte? Vielleicht. Können Sie daraus irgendwas zaubern? Oh, halte diese Dinger lieber nicht zu nah an die Durchreiche. Die jungen Delfine dort drüben sind ganz heiß auf die Dinger. Die würden mir glatt auf den Herd schüpfen, was im Prinzip nicht so schlimm wäre. Immerhin kann man aus jungen Delfinen ein leckeres Katzenfutter zubereiten. Aber die nette junge Dame hat mich darauf hingewiesen, dass die jungen Delfine nicht zu den Vorräten zählen. Nicht zu den Vorräten. Welche nette junge Dame denn? Tja, ich kann nur mit der netten jungen Dame noch mal reden. Und, wie arbeitet es sich so unter meiner weisen Führung? Was machst du überhaupt? Das hatten wir schon. Das Delfinbecken müsste mal wieder geputzt werden, Rekrut. Bitte was? Ich hoffe doch, ich habe mich verhört. Aber Toni, ich bin immerhin der Anführer. Ich muss darauf achten, dass hier alles seinen geordneten Gang geht. Ich kann dich unmöglich bevorzugen, nur weil wir mal zusammen waren. Das ist doch... Gibt es Probleme, Rubus? Ich glaube, du hast deine Mannschaft nicht im Griff, Janosch. Nummer 26 hier wollte mir doch tatsächlich gerade widersprechen. Tatsächlich? Ich darf doch wirklich sehr bitten, Nummer 26. Wenn der Chef etwas anordnet, dann hast du wohl den Schuh leisten. Aber... Dein Aber, gut. Ei, Chef. Mit den Delfinen müssen wir irgendwas. Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann. Ich habe mich geirrt. Das hier ist deutlich schlimmer als mein Albtraum. Tja. Ich habe ein paar Fragen zu den Delfinen. Nein, man kann sie nicht dazu abrichten, mit dir Karaoke zu singen. Okay, dann fällt die Idee schon mal flach. Aber... Tja, wie kriegen wir jetzt die Delfine? Okay, das wissen wir. Die Delfinbabys haben ihr Becken direkt neben der Durchreiche zur Kantine? Ist das nicht ein bisschen riskant? Ich konnte ja nicht wissen, dass du hier auftauchst. Aus Delfinbabys macht man doch Katzenfutter, oder? Wenn dem Kleinen etwas passiert, dann töte ich dich. Ich meine es ernst. Aber ich wie? Töte dich. Das war kein Nein. Tja. Warum sind die Torpedodelfine so klein? Das sind nicht die Torpedodelfine, du Torfkopf. Das ist ihr Nachwuchs. Delfinbabys? Oh, wie süß. Ja. Was war das? Was war das? Süß. Dein Blick. Du hattest wieder diesen Blick. Hatte ich gar nicht. Weg. Von dem Becken. Natürlich. Und gut. Warum sehen die Delfine so traurig aus? Sie sind deprimiert. Kann ich verstehen, wenn du ihre Trainerin bist. Vielleicht sollte ich dir einfach ein paar Knochen brechen. Ich glaube, das könnte sie aufmuntern. Sie lieben physische Komik. Tja, physische Komik. Ah, vielleicht müssen wir... Ja, wir müssen wirklich da oben was machen. Aber wie? Aber wie? Wie kann ich die Delfine noch gleich aufmuntern? Spring vor einen fahrenden Kreuzer. Tja, hier unten gibt's keine Kreuzer. Könnte aber helfen. Sie lieben physische Komik. Tja.
Wenn das Torpedo-Delfine das wissen sind, wir zwar schon, wo sind dann ihre Torpedos? Nicht da, wo du denkst. Ein Glück. Janosch hat die Torpedo-Ausrüstung verkauft, um Pizza bestellen zu können. Ach, du Schreck. Im Ernst jetzt? Pizza? Nein, es ist nichts mehr übrig. Verdammt. Die muss ich, finde ich, immer noch spitze. Ich brauche die Hilfe der Delfine für meine Jagd. Na gut, aber momentan wirst du nicht viel Freude an ihnen haben. Sie sind schon den ganzen Tag sehr deprimiert. Ach, die bekomme ich schon aufgehalten. Immerhin bin ich auch ein großer Entertainer. Oh, seht mich an. Ich bin Toni. Ja. Meine Hobbys sind meckern, schreien und Delfine trainieren. Mit der Banane müssen wir irgendwas machen, aber da müssen wir vom Original nicht zu unterscheiden. Vielleicht würde es sie aufmuntern, wenn du einen langsamen Erstickungstod stirbst. Sie lieben physische Komik. Ich glaube, wir sollten das Thema wechseln. Das sollten wir. Von dem ganzen Gerede bekomme ich langsam Hunger auf Thunfisch. Ja, und mein Magengeschwür meldet sich auch gerade wieder. So. Ich muss los. Ich habe wichtige Dinge zu erledigen. Anführen und so. Was denn? Keine zynische Schlussbemerkung? Ich wollte mal was anderes probieren. Ich dachte, dann verschwindest du vielleicht schneller. Tja, hat nicht funktioniert. Ach. Nope. Hat's gar nicht funktioniert. So, nach hinten. Vielleicht können wir hier mit der Banane ein bisschen probieren. Es bringt nichts, aber Fisch vielleicht irgendwie. Die Idee war gut. Aber Rufus. Arme waren zu kurz. Die Arme sind zu kurz. Gesagt. Das Problem kenne ich. Banane. Es funktioniert auch noch nicht, aber. Ja. Ja, das ist lustig. Das wird die Delfine garantiert aufmuntern. Hm, verdammt. Mein Warum Plan zum... braucht wohl noch ein wenig Feinschliff. Aber wie, aber was, aber wo, aber warum? Ja, das ist lustig. Das wird die Delfine garantiert aufmuntern. Hm. Dann läuft dann vorbei. So weit waren wir schon. Hm, verdammt. Mein Plan braucht wohl noch ein wenig Feinschliff. Ach, vielleicht können wir irgendwie eine Gullideckel was befestigen. Das wird die Delfine garantiert auch. Den Schlauch haben wir nicht mit. Tja. Hm. Verdammt, mein Plan braucht wohl noch ein wenig Feinschliff. Tja, dein Plan braucht noch Feinschliff. Vielleicht. Ja, das ist lustig, aber noch nicht lustig genug. Hier ist mein feines Gespür für intelligente Unterhaltung gefragt. Scheiße, hier kommen wir auch nicht weiter. Ja, wieder zum Wahrsager. Ja, mit Goal kommen wir hier auch nicht weiter. Tja. Hm. Hey, Goal! Alles gut bei dir? Und wie? Ist es nicht wunderschön hier? Du musst doch noch mal mit zum Wahrsager. Kommst du mit zum Wahrsager? Er wohnt in dem Zelt da oben. Ein Wahrsager? Vielleicht tot. Ich hab so eine Idee. Vielleicht. Vielleicht können wir es jetzt. Sollte er zum Glück. Oh, da kommt er. Hm, kann ich also nicht. Ich dachte, dass ich jetzt hier mal eben. Das ist doch alles. Ich fürchte nicht. Hier, du kannst dich gerne noch einmal davon überzeugen. Vielleicht kann ich jetzt mal. Ja, die Fernbedienung. Goal. Krawallgoal. Wo hast du mich denn jetzt wieder hingeschleppt? Und wer ist das Pfeifenkopfmännchen? Das ist der Seher. Genau, wie Seher? Sehr, sehr, denke ich. Oh Mann. Oh, ich
spüre eine neue Aura. Und gleich spürst du auch noch das dazugehörige Aua. Ich habe keine Lust, mir irgendwelches Esoterik-Huppi-Fluppi anzuhören. Es ist auch mehr so eine Partnerberatung. Eine was? Komm schon, sowas ist lustig. Und ich wollte gerade eine neue Frage stellen. Auweia. Wie war das gleich mit unserer gemeinsamen Zukunft? Ich sehe, dass noch ein langer, beschwerlicher Weg vor euch liegt. Das ist doch Humbug. Lass uns hier abhauen. Einen Moment noch. Tja. Wie war das gleich mit dem Versuchen wir mal ein bisschen was. Bevor ihr zusammenfindet, muss jeder von euch beiden erst einmal mit sich selbst ins Reine kommen. Also langsam macht der Typ mich echt wahnsinnig. Darf ich meine klatschen? Ja, das wäre lustig. Aber halt es noch einen Augenblick zurück. Wie sieht es in Zukunft mit unserer Gesundheit aus? Ich sehe... Oh je, Mene. Das ist ja furchtbar. Kann man sowas überhaupt überleben? Was? Was siehst du denn da? Oh, das willst du gar nicht wissen. Glaubt mir, ich muss euch dringend raten, euch so weit wie möglich voneinander fernzuhalten. Das stimmt. Wie war das gleich mit unserem Lebensabend? Ich weiß auch nicht. Die Kugel ist auf einmal ganz dunkel geworden. Das passiert sonst nie. Das reicht. Das Maß ist endgültig voll. Hm. Ah! Na, was ist jetzt? Immer noch alles dunkel? Vielleicht sind das ja die Lichter, die gleich bei dir ausgehen. So warte doch. Wahrscheinlich ist einfach die Batterie zu schwach. Zu schwach für das strahlende Licht eurer Zukunft. Auf Elysium meine ich natürlich. Von wo aus ihr auf ein viel saubereres, glücklicheres Deponia hinunterschaut. Und ganz Deponia winkt euch dankbar lachend zurück. Und wehe nicht, du Klappergestell. Ja. Wie war das gleich mit unserem Reichtum? Oh, ihr werdet reich. Reich an Erfahrung. Vorausgesetzt, ihr überlebt das Gesicht, die Mimik von Rufus. Es ist doch Humbug. Lass uns hier abhauen. Einen Moment noch. Das ist doch alles Reibach. Du hältst die Kugel falsch rum. Mein Reden. Wenn ich mir den Mist nur eine Sekunde länger hätte anhören müssen, wäre mir sicher der Kragen geplatzt. Beehrt mich bald wieder, aber lasst euch ruhig Zeit damit. Okay. Mir ist gerade was aufgefallen. Fackel, brennendes Fass. Vielleicht haben wir jetzt gleich eine brennende Fackel im Inventar. Wäre eine Möglichkeit. Jo. Es Fuß haben Feuer! Brennende Fackel. Damit können wir doch bestimmt jetzt Reifen anzünden. Zack. Was aufpassen, ist besser nicht als zu viel. Ein Berg aus Reifen? Richtig, ein Berg aus brennenden Reifen. Aufpassen, dass wir nicht die Aufmerksamkeit des Augenlaufens finden. Oh, Captain Planet. Augenschaft freigeschaltet. Brennende Reifen. Oh, die Fackel sind irgendwo losgeworden. Liegt die hier noch irgendwo? Autsch! Ach, so wird das nicht. Aber. Naja, wir brauchen wahrscheinlich den Regenschirm. Die Fackel brauchen wir wahrscheinlich eh nicht mehr. So, wir haben einen brennenden Reifen. Vielleicht können wir jetzt nur mal so eine Idee. Brennende Reifen, da war doch hier. Durchreicher. Mach mal ein Kunststück für mich. Delfine. Yay. Was wird das bitte? Ach, nichts weiter. Ich will nur den Baby-Delfinen ein paar Tricks beibringen. Was willst du? Sagte ich beibringen? Ich meinte natürlich vorführen. Ich will ihnen ein paar Tricks vorführen. Ja. Aufzumuntern. Sie sollen ja nicht so traurig enden wie ihre Eltern. Wenn den Kleinen etwas passiert, dann töte ich dich. Ich meine es ernst. Ich töte dich.
Da bin ich ja schon gespannt drauf. Die Tante meint das nicht so. Wenn sie erst einmal sieht, wie toll ihr durch brennende Reifen springen könnt, wird sie hin und weg sein. Also, los geht's. Hallo. Ich habe immer noch was, um den Chip mit Oma zu hinken. Ein kleiner Anreiz. Na bitte doch. Ja, so kann ich den Delfinen endlich den Reifentrick beibringen. Mann, Toni wird Augen machen. Ich kann kaum erwarten, ihr zu zeigen, wer hier der echte Delfin-Dompteur ist. Fischi. Oh, Schreck. Das klingt nicht gut. Andererseits ist Toni auch gerade sehr beschäftigt. Ja. Tunverstoßen. Ja, zum Glück ist Toni beschäftigt. Ein ganzes Planschbecken. Gut, wir gehen mal schnell. Das merke mich besser so. Okay, wir haben Planschbecken. Wir haben Tunverstoße. Wir haben, glaube ich, Der Duftbaum riecht nach Weide. Ach, was soll's. Man soll eh keinen Regenschirm bei Gewitter aufspannen.